Sensible Grüße an alle Swosvens. Hier spricht Elmicha J. und ich begrüße euch hiermit zur zweiten Ausgabe von Sensible TV. Dieses Mal fasse ich den DSL-Pokal und die Deutsche Liga des zweiten Quartals 2008 zusammen. Ab diesem Zeitpunkt wurden 4 Spiele pro Gegner in der Liga gespielt. Wie man sieht, wurden in der ersten Liga auch alle Spiele gemacht. Hannes stieg mit nur 7 Punkten verdient ab. Insenio konnte sich nur knapp vor Anipsilon vor der Relegation retten. Wenner, Bomb, Falken und Schulle bildeten das graue Mittelfeld, welches nichts mit dem Abstieg oder den internationalen Plätzen zu tun hatte. Die Top 3 unserer deutschen Community machte die Meisterschaft unter sich aus. Neueinsteiger Pallister konnte sich knapp vor Player den Titel sichern. Retter wurde etwas abgeschlagen Dritter. Beim Blick auf die Kreuztabelle kann man auch gut erkennen, dass der Sieg von Pallister verdient war. Die gesamte deutsche Liga bekam von ihm auf die Fresse. Beim Blick auf die Tabelle der zweiten Liga kann man die Dominanz Herfuß erkennen. 12 Spiele, 12 Siege bedeuteten den verdienten Aufstieg in die erste Liga. Honk 96 ging als Zweitplatzierter in die Relegation, welche er aber gegen Anipsilon verlor. Beim Blick auf die Kreuztabelle fällt auf jeden Fall die Aktivität von Andreas Elsner auf. Hier gebührt ein Lob für seinen Fleiß in dieser Saison. Der DSL-Pokal startet wie bekannt immer mit einer Gruppenphase. 8 Spieler nahmen teil und ermittelten die Paarung für das Viertelfinale. Die bessere Platzierung in der Qualifikation musste dabei nichts heißen. Elmicha J. und Schulle als 6. und 5. konnten sich im Viertelfinale durchsetzen. Pallister und Bomb gaben sich aber keine Blöße. Im Halbfinale vernichtete Bomb den Armicha, der nicht den geringsten Hauch einer Chance hatte. Schulle konnte sich überraschend in einem dramatischen Spiel über 120 Minuten gegen Pallister durchsetzen. Das Finale war an Dramatik kaum zu überbieten. Erst das Elfmeterschießen konnte Bomb zum Sieg über Schulle verhelfen. Im Mai 2008 war der Abstieg deutlich umkämpfter. 4 Spieler fighteten bis zum Schluss um die Rettung. Bomb, Werner und Schulle haben sich mittlerweile an das Mittelfeld der Liga gewöhnt. Nach oben wie nach unten ging bei ihnen nichts. Aus unserem Top-Trio setzte sich diesmal Retter die Krone auf. Er konnte Player und Pallister ganz knapp hinter sich lassen. Die Kreuztabelle könnte so schön aussehen, hätten Bomb und Schulle ihre Spiele gemacht. Sie sind die Buhmänner dieser Saison. Die zweite Liga hatte diesmal nur 6 Mitglieder, von denen Dorila aufstieg und Honk wieder in die Relegation musste. Löblich zu erwähnen ist, dass auch hier wieder alle möglichen Spiele absolviert wurden. Was ein Blick auf die Kreuztabelle beweist. Die Mai-Ausgabe des DSL-Pokals war mit 9 Teilnehmern diesmal sehr gut besucht. Das entsprechende Viertelfinale wies kaum Überraschungen auf. Nur Anipsilon schied wieder frühzeitig aus. Im Halbfinale konnte sich Schulle für die letzte Niederlage gegen Bomb rächen. Pallister gewann nur sehr, sehr knapp gegen Falken. Im Finale versagten aber bei Schulle die Nerven, welcher nur knapp, aber verdient gegen Pallister verlor. In der Juni-Saison 2008 stiegen die Aufsteiger gleich wieder ab. Zu Recht und deutlich, wie man sehen kann. Platz 4 bis 8 wurde wieder von den üblichen Verdächtigen belegt. Hier gab es kaum Überraschungen. Der Abstand zum Top-Trio ist enorm, aber Platz 1 und 3 lagen nur 3 Punkte auseinander. Player setzte sich ganz knapp vor Pallister und Red Hair durch. Wieder einmal wunderschön ist der Anblick der Kreuztabelle. Nicht ein Spiel fehlt. Zweimal musste sich Dorila gegen Pallister 10 Tore einschenken lassen, aber dafür klaute er Pallister 3 entscheidende Punkte. In der zweiten Liga gab es wieder recht wenig Teilnehmer. Dafür wurden aber alle Spiele gemacht. Anipsilon und Dorila belegten die ersten beiden Plätze. Ein Blick auf die Kreuztabelle belegt auch hier wieder die Spielfreude der deutschen Teilnehmer. Der DSL-Pokal war diesmal recht schwach mit Teilnehmern besetzt. Umso leichter war es, einen europäischen Startplatz zu ergattern. Schulle setzte sich knapp im Duell gegen Bomb durch, welches in der Gruppenphase noch unentschieden ausging. Pallister siegte relativ klar gegen Wenner, obwohl er in der Liga klar verloren hatte. Das Finale entschied er dann knapp für sich. Somit ging der nächste Titel in seine Sammlung. Das war's dann auch schon wieder. Monat April bis Juni sind nun abgedreht. Schaut bald wieder rein bei Sensible TV, wenn es wieder heißt: Hey, 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 hier spricht Elmicha J.